So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, im letzten Part sind wir ein bisschen durch die Gegend gereist. Eigentlich hatten wir ein ganz anderes Ziel, aber es kam dann dies und das dazwischen und dann haben wir das noch gemacht und jenes. Und wenn es euch im Detail interessiert, dann guckt euch den letzten Part an. Ja, der ist interessant. Es wurden Fehler gemacht, ab und zu. Aber wir sind jetzt auf dem Weg zum nächsten Schrein, da wir ja irgendwann auch mal die ganzen Bossfights machen wollen. Okay, im letzten Part wäre es nicht gesehen. Ah, da hinten ist ein Krog. Ja, Leute, also wenn ich schon mal hier bin, ne, dann muss ich natürlich das auch gleich ausnutzen. Ich lasse mich schon wieder ablenken und jetzt tut mir auch noch der Rücken weh. Danke dafür. Der Rücken tut mir vom Sprechen weh. Was ist da jetzt los? Sachen gibt's. Naja, im letzten Part haben wir ein paar Bocklins gebraten und in die Luft gejagt und da muss ich klettern. Ja, da muss ich klettern und ich muss springen. Oh Gott. Das war riskant. So. Ein ganz schweres Rätsel. Eins, wo man einfach nur diese Magnetblöcke so reinsetzen muss. So. Ui, du hast mich entdeckt. Ja, habe ich. Tschüssi. Es gibt so viele Crocs. Aber wir werden sie alle brauchen. Wir werden noch dankbar sein, dass wir so viele Crocs bislang gefunden haben. Glaubt mir. Für die Leute, die das Spiel nicht kennen, glaubt mir. Wir werden definitiv dankbar dafür sein, dass wir so viele Crocs schon haben. Wie viele an der Zahl? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt auch gar nicht. Aber es sollte auf jeden Fall reichen, weil wir haben doch schon ein paar Taschen aufgerüstet, ne? Haben wir gemacht und das wird immer teurer. Und wir werden unsere Taschen noch weiter aufrüsten müssen. Ich meine, momentan stehen wir ganz gut da, weil die meisten Waffen, die ich habe, die sind schon verbrannt oder so. Moment, habe ich noch die Route? Sie hat uns gute Dienste geleistet. Was ist das da unten denn? Ein Terry? Moment mal. Wenn da unten ein Terry ist, dann muss hier in der Nähe auch ein Stall sein. Macht das Sinn? Der rennt doch nicht einfach hier unten so just for fun durch die Gegend. Scheinbar doch. Sie und ich, wir haben schon die unterschiedlichsten Orte bereist. Was hätten Sie denn gern oder möchten Sie etwas verkaufen? Pfeile. Kann man nie genug haben. Hat er schon recht. Aber was macht's? Ist geradeaus, okay. Was macht der hier unten? Läuft der einfach wirklich einfach nur so hier rum? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Scheint aber so. Oder ist jetzt doch irgendwo ein Stall und ich hab... Natürlich ist er ein Pyromagus. Wieso auch nicht? Klar. In einem Anfangsgebiet, wenn man es so möchte. Dieser Stein da ist sehr auffällig. Dieser Stein da ist nicht auffällig. Okay. Aber, wenn mich nicht alles täuscht, ist hier irgendwo auch ein Schrein versteckt. Muss mal kurz gucken. Ich glaube, hier unten. Aber ob ich da unbedingt hin will schon, ist so eine Sache. Das ist so eine Sache. Aber ich glaube, wir müssen so oder so durch dieses Gebiet damit. Da kommen wir ins Gerudo-Tal, okay. Da wollte ich eigentlich gar nicht lang. Ich bin falsch abgebogen. Da oben ist irgendwo der Schrafwack. Ein Moblin, natürlich. War das so schlau, direkt vom Plateau runterzuspringen? Eigentlich nicht, ne? Okay, wir haben eine Klettertour vor uns. Wir haben ja noch 15 Minuten, also das sollte reichen. Das tut mir jetzt schon wieder leid. Ach, egal. Wir erkunden das Spiel einfach so, als hätten wir es noch nie vorher gespielt. Also, vielleicht einige von euch haben es noch nie vorher gespielt. Ich habe es schon mal vorher gespielt. Das ist jetzt inzwischen 2 Jahre her. Alter, leck mich. Oh, guck mal. Da sah ich doch. Ein Stall. Ha!
Okay, also ist Terry hier berechtigt. Gut, dann ist das der Stallschrein. Der hier irgendwo... Da. Da ist er. Das ist der Stallschrein. Toll, toll. Cool. Whee! Ruyu-Tau-Schrein. Sehr schön. Den noch. Dann fehlen uns nur noch drei. Einen weiß ich, wo er ist. Er ist vergleichsweise gut versteckt. Muss man lassen. Aber wenn wir den jetzt aktivieren, dann kann ich theoretisch gesehen den nächsten holen. Ah, es ist so gut. Wenn ein frisch gefangenes Wildpferd unruhig... Oh, das ist einer... Wer das Tor durchquert. Ruyu-Tau-Schrein. Hm. Scheint mir ein Rätsel zu werden. Mal gucken, wie wir uns anstellen. Wir haben festgestellt, ich stelle mich meistens gar nicht mal so schlau an. Okay. Hat das das mitgedreht? Okay. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Das ist zu einfach. Ah, okay. Es geht noch weiter. Hier unten wäre... Das will ich mir jetzt mal angucken. Nichts. Okay. Alles ein bisschen merkwürdig. Gut, dass unsere Ausdauer reicht. Das ist eigentlich so... Mit der Ausdauer beim Schwimmen ist das schon ein bisschen nervtötend. Weil wirklich lange schwimmen kann Link nicht. Muss man jetzt einfach mal sagen. Okay, ich verstehe das Problem. Die haben wir. Ah ja, okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf schieße, passiert was Tolles. Es wird zurückgesetzt. Jetzt kommen wir da nicht mehr durch. Wir können aber theoretisch gesehen von hier, könnten dann die Kugel da reinwerfen, oder? Dann fällt die Kugel nachher... Oh, ja, dann fällt die da rein. Hä? Wer schlabert der? Na, es ist ein bisschen kompliziert. So, schieben wir die Kugel mal an Land. Irgendwas werde ich falsch gemacht haben. Irgendwo habe ich da eine Planungsfehlung. Eine Planungsfehler. Was ist denn los? Ein Planungsfehler. Oder? Versuchen wir es einfach. Ich werf dich da rein. Schieß mit meinem wunderbaren Fernglas auf das Ding. Ja, hat funktioniert. Au. Au. Oh, mein Kopf. Link müsste so Kopfschmerzen haben jetzt. Okay. Jetzt funktioniert das. Hui. Oder nicht? Ich bin verwirrt. Das muss ich jetzt gestehen. Au. Von hier wird das nix. Von da wird's aber auch nix. Oder muss ich das ersprengen? Das könnte Sinn machen. Das kann ich doch gar nicht sprengen. Hä? Ja, okay. Meine Maus ist fast leer. Good to know. Hm. Hm. Wäre auch zu einfach gewesen. Was soll ich tun, Fisch? Es ist wahrscheinlich irgendwie total simpel. Ich komme einfach noch nicht drauf, weil ich mich zu blöd anstelle. Es wäre so typisch ich.
Ich muss da irgendwie hoch. Irgendwie. Ich knall ja direkt an die Wand, wenn ich hier drauf. Und das will ich ja nicht. Da, an die Decke. Ich bin gerade derbe verwirrt. Das muss ich einfach mal so sagen. Muss ich gestehen. Ist tatsächlich so. Also im Endeffekt muss ich das sogar so drehen. Jetzt macht alles wieder Sinn. Jetzt haben wir die Tür nämlich nach oben. Oh Gott. Ja, okay. Ich habe die ganze Zeit von der falschen Seite geguckt, deswegen. Das wird nix. Aber vielleicht kann ich mit dem Magnetmodul. Oh, das geht. So, so, so. Tada. Eisvogelschwert. Ein zweischneidiges Schwert des Orni-Volks, um im Flug seinem Träger nicht zur Last zu fallen, ist es extrem leicht. Das ist gut. So. Jetzt haben wir so, wir brauchen es aber anders. Also gehe ich hier rüber. Schieße einen Pfeil drauf, weil ich mit dem Schwert nicht rankomme. Das war super schlau. Das wäre auch zu schön gewesen. Zumindest haben wir die Pfeile wieder gekriegt. Ja, okay, jetzt bin ich trotzdem etwas verwirrt. Idee. Nein! Genau durchs Loch gefallen. Holzfall, Holzfall. Also die Idee an sich war nicht schlecht. Glaube ich. Die Durchführung war etwas blöd. So. Das hat funktioniert. Nicht ins Loch fallen. Jetzt habe ich mich aber auch extrem lang, dumm und dusselig angestellt bei dem Ding hier. So. Mal ganz kurz gucken, wie viel Maus-Akku habe ich denn noch? Wo sehe ich denn das? Da. Batterie fast leer. 2%. Oh, das ist tatsächlich gar nicht mal so viel. Das ist tatsächlich gar nicht mal so viel. Da sollte ich eventuell nach diesem Part definitiv mal zusehen. Wobei, ich habe noch eine Ersatzmaus. Na, okay. Dürfte funktionieren. Ich habe ja noch eine zweite Maus, zum Glück. Da dürfte der Akku eigentlich voll sein. Hoffe ich. Ansonsten muss ich es mit Kabel verbinden. So, dann... Ja, komm, wir aktivieren noch den nächsten Schrein. Und gucken mal, was da ist. Aber ich glaube, das ist eine Kaft. Eine Kaftprobe. Seriously, Lukas. Also, heute ist mit deinem Deutsch ist nicht so... Nein, nein, nein. Ich bin auch heute sehr früh aufgestanden. Also für meine Verhältnisse wirklich sehr früh. Ich glaube, 7 Uhr war ich wach. Ich habe Spätschicht, wie gesagt. Also ich war um 23 Uhr wieder zu Hause. Ja, das ist schon toll. Da hinten taucht übrigens ein großer Gegner auf. Hinox genannt. Dem wir uns noch nicht stellen, weil das ist ein blauer? Wollt ihr mich verarschen? Oh, da hinten ist ein Krog. Schön zu wissen. Na gut, kurz mal vorher das Fotomodul auswählen. Weil dann will ich natürlich auch ein Foto von dem... Bäh.
blauer Hinox. Ach, den haben wir schon. Okay. Ah, guck mal. Da Kasso-Schrein. Ich wusste, dass hier einer ist. Ich war mir nicht sicher, ob der auf der Insel mit dem Hinox ist oder davor. Er war davor. So, wollen wir mal gucken, was uns hier erwartet. Hoffentlich keine Kraftprobe. 15 Minuten haben wir schon. Interessant, interessant. Ne, es sieht nicht nach einer Kraftprobe aus. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich bin einfach zu doof. Es sieht nicht nach einer Kraftprobe aus. Kraftprobe leicht. Ups. Kann ja passieren. Aber die Kraftproben, ganz ehrlich, es gibt zu viele davon. Das ist... Ohne Wächterlanze, die will ich haben. Wächterlanze ist toll. So. Na. Au. Na? Okay, ab geht's. Und schon wieder. Gutes Timing. Muss man mir jetzt einfach mal lassen. Jetzt schießt er wieder Laser, oder? Ja. Okay. Das kriegen wir hin. So. Au. Okay, also die einfachen Schüsse, die können wir ohne weiteres wegstecken. Aber sobald's... Das ist jetzt kontraproduktiv gewesen. Das war fast schon zu einfach. Kommt er wieder zu seinem alten Glanz? Nein, nicht wirklich. Yay, Wächterlanze! Ich mag die Wächterlanze. Ich mag Lanzen im Allgemeinen in dem Spiel irgendwie. Es war ärgerlich, dass man dann kein Schild einsetzen kann, aber wir haben eine richtig gute Reichweite und das ist toll. Und meistens machen sie auch gut Schaden eigentlich. So. Antiker Reaktorkern. Atomarkraft. Ist gar nicht mal so geil. So. Okay, haben wir das. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, was machen wir als nächstes? Erstmal zum... Ja. Erstmal sollten wir zum Stall gehen. Beim Stall können wir uns theoretisch gesehen unser Pferd holen und können dann den Weg lang reiten. Und wenn wir auf dem Weg da irgendwas Besonderes finden, dann ist cool. Ja, hier stellt euch jetzt die Frage, wie kommen wir hier eigentlich weg? Mit dem Floß? Ja, soll man eigentlich. Aber das ist ein bisschen... Fleckend. Okay, dachte, wäre eine neue. Gut, dann hoch zum Schrein. Den Stall dann auch noch entdecken, damit er auf der Karte angezeigt wird. Ach so, ja, ich wollte ja die Strecke gehen, weil da eine Erinnerung ist. Die wir uns im nächsten Part definitiv angucken werden. Weil, ihr wisst ja, da kommt eine Cutscene und die könnte etwas länger dauern. Ich weiß nicht, wie lange die dauert und ich habe keinen Bock, irgendwie den Part dann deswegen auf 30 Minuten zuschneiden zu müssen oder... Was heißt zuschneiden zu müssen? Stimmt eigentlich gar nicht. 30 Minuten laufen zu lassen. Na, eigentlich so im Schnitt so 20 bis maximal 25 Minuten sind eigentlich so das, wo ich sage, das ist in Ordnung. Das kann man machen. Das sieht ekelhaft aus. Da hinten das Lila, ne? Ach, da ist ja auch schon die Ruine, ne? Die Stadion oder wie das heißt? Arena. Arena-Ruine oder wie das... Irgendwie so hat sich das geschimpft. Hui! Hier los. Hier wurden Bäume gefällt. Was hat der da? Die da? Endlich bist du hier. Es hat also gestimmt, dass ich den Helden unter den Zweigen dieses Baums treffen könnte. Eine Verwechslung? Unmöglich.
Aber wenn ich recht hinsehe, der Held hat das legendäre Schwert führen. Ich hab dich wohl verwechselt. Wenn du dem Träger des legendären Schwert begegnest, richte ihm bitte aus, dass ich hier auf ihn warte. Ah, das Masterschwert. Können wir uns eh noch nicht holen, weil wir brauchen 13 Herzen dafür, ansonsten sterben wir. Und das ist nicht übertrieben. Das ist tatsächlich so. So, wir haben... Alter, ja. Überall Nebenquests. Oh Gott. Willkommen in unserem Stall. Möchtest du ein Pferd registrieren oder mitnehmen? Ja, abgeben. Klar. Pferd abholen. Ich habe nur eins, also von daher... So, damit geht's jetzt zum Stallruine oder irgendwie so. Genieße einfach die Aussicht. Na, ich will doch... Mensch, Mensch, Mensch. So. Jetzt können wir langsam loslegen. Ich guck mal auf die Karte, wie weit ist... Das kriegen wir noch hin in diesem Part. Das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Ich meine, wir haben zwar 21 Minuten schon um, aber so weit ist der Weg jetzt nicht. Langweilig. Monster! Gern geschehen. Gibt's was Interessantes zu sehen? Wenn wir einen Schrein sehen, schreit. Gut, dass er die Brücke nicht runterrennt. Das wäre richtig peinlich. Also bislang kann ich noch nichts erkennen. Also wirklich viel schneller ist er nicht. Ich habe vergessen, den einen Krog zu markieren. Das mache ich mal schnell, sonst vergesse ich es nämlich wirklich. Hier ungefähr war das, ne? Ja. Ich habe mich dran erinnert. Ich weiß noch nicht, wo. Muss ich denn jetzt lang? Jupp. Also noch rechts. Okay. Weggabelung. Oh nein. Wir wollen nach rechts. Wir wollen nach rechts. Sie wollte gerade nach links ziehen. Habt ihr das gesehen? Da, 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 da. Was ist das denn? Sieht interessant aus. Eine ziemlich weite, offene Fläche. Mysteriös. Ach, das Erkunden der Berge, das war... Oh nein. Ihr wisst, was das heißt, ja? Die Musik geht schon los. Ja gut, ist ja auch gleich soweit. Ist ja auch gleich soweit. Also kriege ich die Cutscene noch, bevor wir da ankommen. Es sind noch 15 Sekunden bis dahin. 10. Oh Gott. Oh Gott. 5, 4, 3, 2, 1. Fuck. Ja, ja, ich kenn's ja. So, jetzt muss Antipone allerdings stehen bleiben. Das hat's aber schön gemacht. So. Hier gibt's eine Erinnerung. Aber die sehen wir erst im nächsten Part. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wenn ja, hinterlasst einen Kommentar. Und ich sag tschüss und bis dann, irgendwann, euer Renchi. Bye.